Liebe Schweißhelden, auf vielfachen Wunsch möchte ich euch heute Fülldrahtschweißen zeigen. Beim Fülldrahtschweißen unterscheidet man drei Typen. Erstens Metallpulverfülldraht, zweitens basischen Fülldraht und drittens, was ich euch heute zeigen möchte, ist der Rotilfülldraht. Das Besondere am Rotilfülldraht ist nämlich, dass ich mit nur einer Einstellung alle Positionen schweißen kann. Und das ist immer dann hilfreich, wenn ich mein Bauteil nicht drehen kann. Wir schweißen Schleppen in einem Winkel von 45 Grad mit einem Abstand von 15 bis 25 mm. Jetzt wisst ihr, wie Rotilfülldrahtschweißen funktioniert. Eure Schweißnaht sollte dann so aussehen. Und hier mein Schweißheldentipp. Beim Fülldrahtschweißen benötigt man pro Minute 20 bis 22 Liter Corgon 18. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stehe ich euch jederzeit gerne bei Facebook zur Verfügung.